Der aktuelle Werbespot von Chanels Parfum Coco Mademoiselle sorgt für Wirbel und rief britische Jugendschützer auf den Plan. Der Grund? Keira Knightley gibt sich in dem Clip sexy. Zu sexy für das britische Kinderfernsehen. Eltern, die den Spot in der Werbepause des Kinderfilms Ice Age 2 sahen, legten offiziell Beschwerde ein. Die britische Werbeaufsicht ASA gab den aufgebrachten Eltern nun recht und verbannte den Spot aus dem Kinderprogramm. Chanel fand die Entscheidung falsch. Schließlich wären lediglich die nackten Schultern von Keira zu sehen, erklärte ein Sprecher. Keira Knightley kann der Rummel um den Werbeclip nur recht sein. Sie hat bewiesen, dass ihre Verführungskünste so gut sind, dass sie für Aufregung sorgen.